In unserer Vorlesung haben wir eine Reihe von Fachbegriffen kennengelernt, die sie voneinander abgrenzen sollten. Dies waren Konkretisierung, Annahmeverzug, Leistungsgefahr, Beschaffungsrisiko und Beschaffungspflicht. Schauen wir uns zunächst die Leistungsgefahr an. Unter Leistungsgefahr versteht man aus Sicht des Gläubigers die Gefahr, dass er die Leistung nicht wie geschuldet oder sogar gar nicht erhält. Aus Sicht des Schuldners geht es dagegen um die Gefahr, dass er einen höheren Aufwand treiben muss, um die ursprüngliche Pflicht zu erfüllen, als er ursprünglich geplant hat. Die Leistungsgefahr entsteht immer dann, wenn eine Leistungspflicht begründet worden ist. Das bedeutet bei einem vertraglichen Anspruch mit Entstehung des Vertrages. Die Leistungspflicht und die Leistungsgefahr enden in dem Moment, wo der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt ist oder ein Erfüllungssurrogat eingetreten ist. Innerhalb dieser Zeitspanne besteht grundsätzlich eine uneingeschränkte Leistungspflicht des Schuldners. Das bedeutet, der Schuldner muss alles tun, um die Leistung zu erfüllen. Er muss dazu sogar sein letztes Hemd geben. Eine Ausnahme ist 275 Absatz 1 BGB. Dieser besagt, dass die Leistungspflicht ohne Erfüllung erlischt, wenn der Schuldner die Leistung nicht mehr erbringen kann. Die Gefahr des Untergangs trägt also bei einer Stückschuld immer der Gläubiger. Solange das Leistungshindernis überwindbar ist, muss der Schuldner alles tun, um es zu überwinden. Ist dagegen das Hindernis unüberwindbar, hat der Gläubiger Pech gehabt, er bekommt keine Leistung mehr. Und es gibt hier auch keine Leistung, die der Schuldner erbringen kann. Schauen wir uns als nächstes einen anderen Begriff an, nämlich die Konkretisierung. Die Konkretisierung knüpft an eine Gattungsschuld. Bei einer Gattungsschuld gibt es mehr als eine erfüllungstaugliche Sache. Es ist also die Aufgabe des Schuldners, eine von diesen erfüllungstauglichen Sachen auszuwählen und sie dem Gläubiger zu verschaffen. Nach 243 Absatz 2 schuldet der Schuldner nicht mehr eine beliebige Sache, sondern eine konkret von ihm ausgewählte, sobald er das seinerseits Erforderliche getan hat. Was das ist, bestimmt sich nach der Vereinbarung der Parteien. Man unterscheidet dabei zwischen der Hohlschuld, der Bringschuld und der Schickschuld. Bei der Hohlschuld muss der Schuldner die Sache nur bereitstellen, weil der Gläubiger sie ja ohnehin abholen muss. Allerdings erwartet man, dass der Schuldner den Gläubiger darüber informiert, dass nun nur noch eine bestimmte Sache geschuldet ist, damit der Gläubiger weiß, dass sein Risiko sich erhöht hat. Etwas anderes gilt nur dann, wenn ein Abholtermin vereinbart ist. Dann ist eine zusätzliche Information entbehrlich, weil der Gläubiger bereits davon ausgehen kann, dass die Konkretisierung erfolgt ist. Bei der Bringschuld muss der Schuldner hingegen die Sache persönlich dem Gläubiger vorbeibringen und ihm übergeben. Soweit er das nicht getan hat, kann also noch keine Gefahr übergehen. Auf der Hinfahrt zum Gläubiger trägt also der Schuldner das Risiko, dass die transportierte Ware beschädigt wird oder verloren geht. Er muss dann eine andere Sache aussuchen und diese erneut liefern. Schließlich gibt es die Schickschuld. Bei der Schickschuld hat der Schuldner seine Pflicht bereits dann getan, wenn er die Ware einer zuverlässigen Transportperson gegeben hat und diese die Ware auf den Weg gebracht hat. Das Risiko, dass die Ware auf dem Transport verloren geht oder beschädigt wird, trägt nicht mehr der Schuldner, sondern der Gläubiger. Der Schuldner muss also keine andere Sache aussuchen und an den Gläubiger versenden. Gucken wir uns nun den nächsten Begriff aus unserer Liste an, nämlich den Begriff Annahmeverzug. Der Annahmeverzug ist ähnlich wie die Konkretisierung eine Situation, in der Schuldner alles Erforderliche getan hat. Er ist aber nicht geregelt in 243, sondern in 293 folgende. Auch hier sind vom Gesetz drei Fälle unterschieden. Es geht aber nicht um Hohlschuld, Bringschuld und Schickschuld, sondern um 294, 295
und zwar 96 BGB. 294 BGB ist dabei der Grundfall. Danach muss der Schuldner die Ware so anbieten, wie sie vereinbart war. Das bedeutet zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und vollständig und mangelfrei. Fehlt es auch nur an einem dieser Merkmale, darf der Gläubiger die Lieferung ablehnen und gelangt dadurch nicht in Annahmeverzug. 295 ist eine schuldnerfreundliche Regelung. Ähnlich wie bei der Hohlschuld wird hier die Pflicht des Gläubigers erweitert. Wenn der Gläubiger insbesondere die Ware abholen muss oder eine sonstige Mitwirkungshandlung vornehmen muss, etwa den Schuldner informieren über den Ort der Leistung, also eine Lieferanschrift nennen, oder für eine Anprobe erscheinen oder sonstige Informationen liefern muss, die zur Leistungserbringung nötig sind, muss der Schuldner den Gläubiger nur informieren, dass er nun seine Handlung vornehmen soll. Das heißt, die Ware abholen, die Adresse nennen oder bei ihm vorbeikommen. Das Gesetz sagt auch, dass der Schuldner sich keine unnötigen Wegekosten aufbringen muss, wenn der Gläubiger von vornherein her gesagt hat, dass er die Leistung nicht haben möchte. Nach 294 müsste nämlich der Schuldner dann trotzdem den Weg zum Gläubiger auf sich nehmen, um ihm die Leistung anzubieten. 295 sagt, dass nach einer vorherigen Verweigerung der Schuldner dem Gläubiger nur erklären muss, dass er leistungsbereit wäre. Wenn der Gläubiger dann erneut ablehnt, muss der Schuldner den Weg nicht auf sich nehmen. Der Gläubiger befindet sich ab diesem Moment im Annahmeverzug. 296 erleichtert die Situation für den Schuldner noch mehr. Während er nach 295 den Gläubiger zumindest informieren muss, entfällt nach 296 auch diese Informationspflicht. Der Gläubiger muss also hier aktiv tätig werden, weil ihm ein Termin bekannt war oder er den Termin nach dem Kalender berechnen konnte. 294, 295, 296 haben eine ganze Reihe von Rechtsfolgen. Eine dieser Rechtsfolgen ist 304, der einen eigenen Aufwendungsersatz für Zusatzaufwendungen für den unnötigen Transportweg oder die folgenden Lagerkosten begründet. Wir haben auch schon gesehen, dass in 326 Absatz 2 BGB und 323 Absatz 6 BGB der Annahmeverzug dazu führt, dass der Gläubiger im Zweifel die komplette Gegenleistung erbringen muss, wenn die Leistung untergeht. 300 Absatz 2 ist der Konkretisierung nach 243 Absatz 2 sehr eng verwandt. Denn diese Norm sagt, dass die Gefahr übergeht, wenn der Gläubiger im Annahmeverzug ist. Bei der Bringschuld hat diese Regelung praktisch eine Auswirkung, wenn man ausnahmsweise mal ein mündliches Angebot genügen lassen kann. Das ist der Fall, wenn der Gläubiger zum Beispiel eine Lieferanschrift nennen muss oder ausdrücklich vorher verweigert hat. Dann müsste nach 243.2 trotzdem der Schuldner vorbeikommen, um dem Gläubiger die Leistung anzubieten. Dank 300 Absatz 2 in Verbindung mit 295 BGB muss er dies jedoch nicht. Eine weitere Bedeutung hat die Norm bei der Geldschuld. Die Geldschuld fällt nicht unter 243 Absatz 2, weil nach 270 Absatz 1 BGB der Schuldner die Gefahr des Untergangs auf dem Transportweg trägt. Aber nach herrschender Meinung kann man die Geldschuld unter 300 Absatz 2 subsumieren, entweder unmittelbar oder analog. Das bedeutet, wenn eine Geldschuld in bar bezahlt wird, der Gläubiger aber die Annahme des Bargeldes zu Unrecht verweigert, trägt er das Risiko, dass der Schuldner auf dem Rückweg mit dem Geld überfallen wird oder das Geld ohne sein Verschulden verliert. Dann geht seinen Leistungsanspruch unter. Schließlich haben wir noch 300 Absatz 1, der die Haftung für eine Verschlechterung oder den Untergang der Leistung reduziert.
Grundsätzlich haftet der Schuldner nach 276 Absatz 1 für Vorsatz und jede Form von Fahrlässigkeit. Das bedeutet, er haftet bereits für leichteste Fahrlässigkeit. Nach 300 Absatz 1 haftet der Schuldner hingegen nur noch für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, wenn der Gläubiger die Annahme verweigert hat bzw. die nötigen Handlungen nicht vorgenommen hat. Das hat insbesondere Auswirkungen in 323 Absatz 6 und 326 Absatz 2 Satz 1, denn dort kommt es jeweils darauf an, dass der Gläubiger im Annahmeverzug ist, 300 Absatz 1, trifft hingegen die zweite Voraussetzung, dass der Schuldner den Untergang nicht zu vertreten hat. Zu vertreten hat er nach 300 Absatz 1 Vorsatz und jede Form und grobe Fahrlässigkeit, hingegen nicht mehr einfache Fahrlässigkeit, und auch bei einem Beschaffungsrisiko haftet er dann nicht mehr verschuldensunabhängig. Merken Sie sich also, der Annahmeverzug erfasst mehr Fälle als die Konkretisierung und der Annahmeverzug hat auch verschiedene Rechtsfolgen, wobei 300 Absatz 2 der Konkretisierung nahe kommt. Zurück zu unseren Begriffen. Wir haben noch die Begriffe Beschaffungspflicht und Beschaffungsrisiko. Schauen wir uns zunächst die Beschaffungspflicht an. Bei einer Beschaffungspflicht gibt es eine Sache. Diese Sache wird bei einem Vertrag jemandem versprochen, aber der Versprechende hat diese Sache noch gar nicht, sondern muss sie sich erst beschaffen. Dann hat er als Vorpflicht zu seinem Anspruch aus seiner Pflicht zur Übergabe und Übereignung eine Pflicht, sich die Sache erstmal zu beschaffen. Eine solche Beschaffungspflicht besteht grundsätzlich immer bei Gattungsschulden. Bei einer Gattungsschuld kann es zwar sein, dass der Schuldner bereits einen Vorrat hat, wenn dieser Vorrat aber nicht reicht, begründet die Gattungsschuld die Pflicht, aus anderen Quellen Ersatz zu beschaffen. Eine Beschaffungspflicht kann aber auch bei einer Stückschuld bestehen, etwa wenn ich ein Kunstwerk verkaufe, was ich mir erst noch selber beschaffen muss. Eine Beschaffungspflicht kann beschränkt werden, das haben wir etwa bei der sogenannten Vorratsschuld, auch als beschränkte Gattungsschuld bezeichnet. Bei der Vorratsschuld schuldet der Schuldner nicht eine beliebige Sache vom Markt, sondern er muss aus seinem Vorrat diese Sache beschaffen. Ist sein Vorrat erschöpft, muss er also nicht von anderen Quellen Sachen beschaffen, sondern er kann sich dann auf Unmöglichkeit berufen. Ob und in welchem Umfang eine Beschaffungspflicht vereinbart worden ist, ist durch Auslegung nach 133, 157 zu ermitteln. Bei einer Gattungsschuld ist grundsätzlich eine marktbezogene Gattungsschuld gegeben, das heißt, der Schuldner muss die Ware irgendwo beschaffen. Etwas anderes gilt nur, wenn er selbst Produzent ist, weil dann nach dem Verkehr vermutet wird, dass er nur eigenproduzierte oder eigens eingelagerte Ware verkaufen will. Im Einzelfall kann im Vertrag aber auch etwas anderes geregelt sein. In jedem Fall muss der Schuldner irgendeine taugliche Sache beschaffen und diese übereignen. Wenn er das nicht kann, ist Unmöglichkeit gegeben. Und dann haben wir ohnehin kein Problem. Schauen wir uns schließlich das Beschaffungsrisiko an. Das Beschaffungsrisiko wird erwähnt in 276 BGB. Das ist ein Fall einer strengeren oder milderen Haftung als Vorsatz und Fahrlässigkeit, die ausdrücklich im Gesetz im Zusammenhang mit einer Garantie benannt ist. Das Beschaffungsrisiko ist eine besondere Garantie. Der Inhalt ist, ich garantiere, dass ich die Ware beschaffe. Wenn der Schuldner im Fall eines Beschaffungsrisikos diese Pflicht nicht erfüllen kann, haftet er selbst dann, wenn ihm weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Er haftet also verschuldensunabhängig. Selbst wenn niemand die Ware beschaffen kann, muss er dann Schadensersatz statt der Leistung nach 280.1 3283 beziehungsweise nach 311a Absatz 2 BGB leisten. Ein Beschaffungsrisiko kann wiederum ausdrücklich übernommen werden. Wer etwa bei einer Beschaffungspflicht ausdrücklich erklärt, dass er im Fall der
fehlgeschlagenen Beschaffung verschuldensunabhängig auf Schadensersatz haften will, hat selbstverständlich dadurch ein Beschaffungsrisiko übernommen. Ein Beschaffungsrisiko wird aber regelmäßig konkludent übernommen. Dies ist der Fall, wenn der Schuldner eine Beschaffungspflicht begründet, die marktbezogen ist und keine weiteren Angaben macht. Denn wer etwas verspricht, das er selber nicht hat, will im Regelfall verschuldensunabhängig dafür einstehen, dass er diese Pflicht erfüllen kann. Auch hier kann aber im Vertrag etwas anderes vereinbart sein, was Sie wiederum durch Auslegung nach 157, 133 BGB ermitteln müssen. Damit haben wir alle unsere Begriffe geklärt und ich hoffe, dass Sie diese nun voneinander unterscheiden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.